Moin moin und herzlich willkommen zum Sonntagspunch. Heute nochmal ein bisschen mit World of Warcraft Hintergrund, denn noch bin ich im Moment noch zu Hause. Und was es so diese Woche gab, erfahrt ihr jetzt nach einem kurzen Intro. Bleibt dran. Ja, späte Stunde hat Gold im Munde, würde ich gerade mal glatt so behaupten. Ich habe nämlich vorhin noch ein paar Videos aufgenommen und nehme den Sonntagspunch jetzt quasi kurz vor 12 hier auf, um dann für morgen schon mal ein bisschen was vorbereitet zu haben. Ja, was habe ich gemacht? Die Katze kratzt und ich habe relativ viele Videos vorbereitet. Das heißt, im Grunde genommen eigentlich fast bis Ende April durch. Bis auf wenige Ausnahmen und das ist eigentlich so der Sonntagspunch. Großteil sind Let's Play Videos gewesen. Die letzten 2-3 Wochen habe ich da dran ein bisschen rumgewerkelt, ein bisschen was aufgenommen. Habe mir die Nächte um die Ohren geschlagen, habe ich jetzt nicht. An einigen Tagen war das tatsächlich so. Nichtsdestotrotz bin ich da eigentlich relativ gerade vor, damit ich auch erstmal selber komplett Ruhe habe. Also ich habe das alles vorbereitet. Ich muss nur den Sonntagspunch aufnehmen, um dann eben halt, wenn ich drüben bin in Tampa, einfach nur das eine oder andere Video am Laptop da fertig zu schrauben und das dann eben halt fertig online zu stellen. Aber ansonsten ist das soweit alles versorgt. Es werden mit World of Warcraft jetzt momentan Guide-Videos zu den Add-ons, die ich so verwende, rauskommen. Ich weiß, das ist auch so ein bisschen mit den Klassenguides. Es kann durchaus sein, dass ich, wenn ich da drüben mal Zeit habe und da drüben mal Zeit finde, ich habe ja noch nicht viele Möbel da, ich muss aber trotzdem schon mal in dem Haus wohnen und natürlich auch mal Dinge organisieren. Ich habe aber auch sicherlich mal Zeit, mich hinzusetzen und mal ein bisschen was für die Klassenguides vorzubereiten. Ich möchte auch mit 9.2 wieder Klassenguides machen. Momentan geht es aber einfach nicht, denn das schaffe ich einfach nicht. Das ist eine simple Erklärung, ne? Aber es ist tatsächlich so. Mich da wirklich bei Add-on-Videos ist es noch ein bisschen einfach und bei Let's Plays. Aber bei Klassenvideos möchte ich schon auch relativ gut gerade vor sein, weil ich das, ich weiß ja, wie das ist, der eine oder andere Internetnutzer in Deutschland, gerade im Speziellen auf YouTube, die wissen es dann immer besser. Und da habe ich halt keinen, ja, da will ich, ich will natürlich, ja, auch möglichst gute Klassendarstellung haben und auch eine vernünftige Klassendarstellung. Also es soll nicht einfach so schludra die Waldfee hingeknüppelt werden, sondern ich möchte, dass es wirklich vernünftig ist, auch ein bisschen durchdacht, gerade in Bezug auf die Neueinsteiger oder Neuanfänger von World of Warcraft oder Wiederkehrer, die sich so ein Guide angucken, das soll schon solide sein und halt Hand und Fuß haben. Wenn ich selber momentan nicht so viel Zeit habe zu gucken, dann möchte ich natürlich auch, dass das alles passt. Die werden aber auf jeden Fall kommen, wie ich schon das eine oder andere Mal auch gesagt habe. Die nächsten 3 Jahre WoW-mäßig werden bei mir höchstwahrscheinlich so ausschauen, dass ich nachts raiden gehe. Wenn ich raiden gehe überhaupt, weiß ich auch noch nicht. Das ist ein kleiner wenig der Vorgriff zum Mittwoch. Am Mittwoch treffen wir uns nochmal abends, denn im Discord und in Ingame in Goldhain schauen da, dass wir uns noch mal ein paar gemütliche Stunden machen, miteinander schnacken, einfach noch mal eine gemütliche Zeit miteinander haben. Denn Donnerstag baue ich den Rechner hier ab, packe den in die Exportkiste rein, genauso wie Monitor und Kamera-Equipment, bla bla bla. Also das ganze Zeug halt einfach schwupps ab in Karton und dann hoffen wir mal, dass das da drüben lebendig, also ne, lebendig, leben sollte sowieso schon mal nicht, aber wir hoffen, dass es dann heile da drüben ankommt. Das wäre natürlich total cool. Ich muss mir die Begebenheiten da erstmal angucken. Also die nächsten Wochen werden noch stressig für mich. Da schauen, was, wie das da so ist, wo kriegt man was, die ganzen Behördengänge, ach, diesen ganzen Kram, den man halt einfach so machen muss. Ich muss mich auch neu versichern und so ein Zeug. Gerade da drüben bin ich auch mal sehr gespannt, wie gut das funktioniert. Ich habe auch jetzt die letzte Woche, im Grunde genommen, habe ich auch sehr viel, das ist die Zeit, ne, die wird immer enger so. Es ist fast schon, sitzt der Weser im Flieger, aber viel geregelt. Ich habe jetzt einen Flugtermin, ich habe ein Hotel, ich habe einen Mietwagen. Ich habe fast mein Visum, also das Visum kriege ich auch nächste Woche, bin da auch gerade vor. Den Sonntagspunch, den ich aufnehme, den nehme ich am Samstag auf, nächsten Samstag, ja, weil ich werde hier nicht morgens um 4 Uhr mit dem Kaffee in der Hand so zittern, so mäßig, ich muss jetzt los hier, aber
Nee, will ich keinen Sonntagspunch aufnehmen. Mach ich nicht. Das mache ich am Samstag fertig. Den lade ich dann auch noch hoch. Schalte ihn am Sonntag frei. Ich werde auf dem Discord, werde ich quasi auch ein paar Bilder posten. Vielleicht werde ich da auch einen Bilder-Channel noch, eigentlich kann ich den Bilder-Channel, den normalen, benutzen. Werde da ein paar Collagen basteln, so ein paar coole Bilder, wenn ich dann da drüben bin. Je nachdem, wie es das alles geht und so. Mein Plan ist es, ich fliege 11 Stunden. Ich habe vor, mir die Star Wars Filme runterzuladen. Also hier kannst du ja bei den Streaming-Diensten kannst du das ja auf dein Handy runterladen und dann quasi mit dem Handy da so sitzen und das mit dem Handy schauen halt. Ne? Mal gucken, wie weit ich komme, mal gucken, wie oft ich einschlafe. Ich kenne sie ja nur auch schon ein bisschen, die Star Wars Filme. Aber Hauptsache, die 11 Stunden gehen dann rum. Es sind aber nicht nur 11 Stunden, sondern ich fliege erstmal vorher auch nochmal 1,5 Stunden. Bop, 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 bop. Und irgendwann bin ich dann da drüben. Wenn ich da drüben bin, dann ist es spät bei euch. Ihr schlaft dann höchstwahrscheinlich schon alle, aber das denn, ihr schreibt auf jeden Fall was in Discord rein, postet da, hey, ich bin angekommen. Und dann, bis ich dann erstmal im Hotel bin, umgezogen und erstmal angekommen bin, wird wahrscheinlich sicherlich auch noch ein bisschen Zeit vergehen. Also ich denke mal, schauen wir einfach mal. Das so zu dem. Mittwoch treffen wir uns, wie gesagt, nochmal. Da wollen wir uns dann das Ganze gemütlich machen. Nochmal so einen kleinen Ausklang. Ich werde die nächsten Jahre höchstwahrscheinlich sehr viel All the Things machen. Alte Ruferfolge nachfarmen und. Weil das ist so das, was ich da drüben machen kann. Klassengeiz natürlich auch machen, aber raiden. Ja, vielleicht, ja, wobei ich kann ja nicht mal mit den Amerikanern da drüben raiden. Denn das Problem ist, sie haben natürlich auch andere Server als wir, ist ja auch logisch. Ich bin sowieso sehr gespannt, wie das mit den Latenzen funktioniert. Sollte das überhaupt nicht funktionieren, muss ich mir irgendwas überlegen. Ja, dann heißt das halt 3 Jahre WoW-Pause, ne? So bösartig das dann auch klingt. Aber es bringt ja nichts, mit einem 1000er Ping zu spielen. Wobei das nicht so sein wird, ne? Also es wird wahrscheinlich irgendwann bei 200 herumliegen. Aber wir gucken einfach mal. Das sind so viele Sachen, also es sind auch so viele Sachen, wo man einfach nur dann selber reagieren kann, hey, jetzt ist alles irgendwie gerade doof, was kann ich machen, was kann ich verändern, dass das eben halt gut wird. Und ich glaube aber trotzdem, die gerne da sind, die kommen auch immer wieder gerne da online und so, und dann passt das schon, denke ich mir. Videos, wie gesagt, habe ich bis Ende April, also eigentlich den ganzen April durch, auch schon fertig hochgeladen. Das läppt auch, also die kann man sich dann da angucken und dann ist das alles schön schier. Montags-Dungeons, ich werde jetzt in der nächsten Woche eigentlich heute Abend am Sonntag werde ich mal meine Keys ballern. 3 und dann 3 am Montag, dann habe ich 6, dann habe ich auch bis Ende April durch. Das geht halt nur über diese Art und Weise, das so zu machen, weil ich kann da nicht mit dem Laptop gleichzeitig aufnehmen und das packt die Kiste nicht. Da ist nur eine 1060 drin, ja, eine 1060 Mobile. Das ist schon ein Unterschied, wenn du hier eine 3090 RDX drin hast, die rennt wie so ein Viech und dann andere knüppelt wie so eine Schildkröte oder Schnecke, Schildkrötenschnecke, wie auch immer. Da werde ich die im Vorab schon mal aufzeichnen. Ich werde auch meine Keys so spielen, dass ich die Keys mache, die ich habe. Also das heißt, ich habe sie jetzt momentan 7er Necro, wird euch da morgen Abend erwarten. Den mal gucken, vielleicht kriege ich den auch auf plus 10 oder höher und je nachdem geht man so ein bisschen ans Max und schaut mal, wie das wird. So, falls du Ideen hast jetzt hier für Content und Co. Amerika, ja, werde ich auch machen. Definitiv, da werde ich auch ein paar Videos zu machen und mir das alles angucken. Ich will da drüben aber auch mit Sport anfangen. Ja, jetzt hör auf zu lachen, ist tatsächlich wirklich so. Möchte ich da drüben, weil das ist, ich will die Zeit halt einfach nutzen, ne? Auch das schöne Wetter da drüben, da ist jeden Tag schönes Wetter, also was will man mehr, ne? Ja, passt. Dem einen oder anderen Findigen wird es aufgefallen sein, dass neben mir eine Packung Toffifee liegt und der Weser redet von Sport. Ja, so ist das tatsächlich. Falls es dir aufgefallen ist, schreib mir bitte in die Kommentare Toffifee-Fee. Ja, lass dir gut gehen. Vielen Dank fürs Anschauen des Sonntagspunches. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Erstmal. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach da oben den Kanal abonnieren. Coole Sache, draufdrücken, Glocke aktivieren, dann kriegst du immer wieder ein neues Video, was ich hochgeladen habe. Und auf der Seite siehst du einen neuen Videovorschlag und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an, ich würde mich darüber sehr freuen.